Wenn du endlich verstehen willst, wie ein MRT funktioniert, dann solltest du unbedingt dranbleiben und dieses Video anschauen. Viel Spaß! So, damit du verstehst, wie ein MRT funktioniert, musst du jetzt als allererstes mal verstehen, das Magnetfeld einer Spule, wie das zustande kommt, weil ein MRT nämlich nichts anderes ist als ganz viele ringförmige Spulen, die ein Magnetfeld erzeugen. Deswegen ist das so wichtig. So, das hier ist minus ein Elektron, deswegen habe ich hier diese wunderhübsche Ärztinente in der Hand. So, und wir schauen uns jetzt mal an, was ist das denn hier, diese wunderschöne Formel? Und das gucken wir uns jetzt Step by Step an. Erstmal machen wir ein bisschen Grundverständnis. Wenn wir ein Kupferkabel haben, ein ganz einfaches Kupferkabel, damit fangen wir mal an. So, und wir haben hier ein Pluspol und hier ein Minuspol. So, jetzt kommt hier ein Elektron. Im Kupferkabel fließen ja die Elektronen, das heißt, es fließt. Elektron bewegt sich in diese Richtung. So, nicht nur, dass sich das Elektron bewegt, wenn wir eine Spannung haben, das heißt Coulombkraft in dem Sinne, es wirkt ja elektromagnetische Anziehungskraft, sondern wenn sich Ladung bewegt, Ladung Q, das ist ganz wichtig, bewegte Ladung erzeugt immer ein Magnetfeld. Das heißt, wir haben hier ringsherum so ein ringförmiges Magnetfeld. Also wenn sich die Ladung hier bewegt, dann erzeugt diese Ladung ein ringförmiges Magnetfeld mit konzentrischen Kreisen, was natürlich abnimmt, je weiter ich weg bin. Ganz wichtig zu wissen, das ist nämlich die Grundvoraussetzung für die Spule. So, und die Spule ist nichts anderes als ein Kupferkabel, was so gewunden ist. Das heißt, ganz viele Windungen hat. So, und jetzt fließt hier... Die Elektronen fließen jetzt hier rein, fließen hier durch die Spule und kommen hier zum Pluspol wieder raus. So, während die hier durchfließen, erzeugen die ja hier ein ringförmiges Magnetfeld die ganze Zeit, um jeden Kabel, zu jeder Zeit, überall. Das heißt, wir haben überall ringförmige Magnetfelder, die sich überlagern. Das ist nämlich das Entscheidende. Deswegen sind die ganz nah aneinander auch, diese Windungen. Weil dann überlagern sich nämlich diese, die wir hier hatten, diese konzentrischen Kreise, überlagern sich zu einem homogenen Magnetfeld. Das heißt hier, das hier ist das Magnetfeld, ist ein Vektor. Haben wir hier ein schönes homogenes Magnetfeld. Und dann, wenn du nochmal guckst, da oben MRT, wo liegt denn der Patient drin? Genau, im homogenen Magnetfeld. Weil man da schöne Messungen und Einstellungen machen kann. Also der liegt genau hier in der Mitte. Das heißt, da, wo das Magnetfeld homogen ist. Und für dieses homogene Magnetfeld, nur für dieses homogene Magnetfeld, gilt hier dieser einfache Zusammenhang. Das ist halt mega cool. Also nochmal merken, bewegte Ladung, negativ, positive genauso, erzeugt ein Magnetfeld. Bewegte Ladung erzeugt ein Magnetfeld. Sonst gibt es ja noch ein Permanentmagnet, der ein Magnetfeld erzeugen kann. Also bewegte Ladung oder Permanentmagnet, ne? Dass du das im Kopf behältst. So, und jetzt das Magnetfeld, das homogene Magnetfeld in einer Spule. Gucken wir uns mal die Formel an, was da drin steht. Ich habe es hier einmal aufgeschrieben. Einmal μ0, das ist die magnetische Feldkonstante. Das ist einfach eine Konstante, wenn es um Magnetfelder geht. Es gibt ja noch ε0 für elektrische Felder, ne? Das sind physikalische Naturkonstanten, die ergeben sich, so ist das Universum beschaffen. Dann haben wir μr, das ist die relative Permeabilität, klingt komplizierter als es ist, wie immer. Das ist einfach das Material hier dazwischen. Wenn hier Luft, Vakuum ist, dann ist das hier einfach 1 und kann sogar weggelassen werden oder einfach 1 eingesetzt. Wenn das irgendwas anderes, wenn wir jetzt einen Mensch dazwischen packen, dann muss man hier den Faktor natürlich berücksichtigen. Ne? Also das hier wäre der Mensch dazwischen. Das hier ist immer der Formel. Das ist der Mensch dazwischen oder irgendein anderes Material. Für Luft und Vakuum ist es 1. So, I, das ist einfach die Anzahl der Elektronen pro Zeit, Ladung pro Zeit. Das ist ja I, ne? Machen wir nochmal Erinnerung. Ladung pro Zeit, das ist die Stromstärke. Also hier Ladung, da steckt ja Elektronen mit drin. Ladung, die fließen pro Zeit. Also wie viele Elektronen hier durchfließen. Mal, hier habe ich es auch in Ampere, wird es angegeben, Stromstärke, nochmal die Einheiten. Auch hier, ne, Feldkonstante, sowas musst du nicht wissen. Das steht in den Klausuren oder oft gibt es auch so eine Übersicht, wo ihr das habt. Also kein Mensch muss die ganzen Konstanten wissen, das ist immer vorgegeben.
wissen die Physiker ja sogar selbst gar nicht, ne? Warum die genau diese Größe haben und so, das ergibt sich einfach. So, und dann das nächste wäre dann L, beziehungsweise machen wir erstmal Anzahl der Windungen. Das heißt, wie oft hier das gewunden ist. Also hier wäre jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also für diese Spule wäre N gleich 6, ne? Also wie viele Windungen das Ganze hat. Das hat keine Einheit, dimensionslos sagt man auch. So, geteilt durch die Länge, das ist hier das hier, einfach die Länge der Spule von Anfang bis Ende, Spulenlänge L, wird in Meter eingesetzt, SI-Einheit. So, das wäre zu der Grundformel. Ab und zu muss man damit mal rechnen, ne? Aber was viel häufiger, was ich ganz oft sehe in Altklausuraufgaben oder Prüfungen, was drankommt, ist nämlich die Zusammenhänge. Ne? Deswegen gibt es ja bei mir auch immer dieses Formellesen. Also wer bei mir im Online-Kurs ist, Mathe-Bootcamp oder sowas gemacht hat, der weiß, Formellesen extrem wichtig, weil damit kann man die ganzen Verständnisaufgaben lösen. So, und da ist häufig gefragt, wie kann ich das Magnetfeld im Innern einer Spule vergrößern? Wir gucken mal, das Magnetfeld ist proportional zu dem Material dazwischen. Das Magnetfeld ist proportional zur Stromstärke. Das Magnetfeld ist proportional zur Anzahl der Windungen. Und das Magnetfeld ist umgekehrt proportional zur Länge L. So, das sind die ganzen Abhängigkeiten, die einfach hier drin stehen. So, wie können wir jetzt das Magnetfeld erhöhen, also größer machen? Einmal, indem wir hier ein Material dazwischen bringen, was einen Wert größer 1 hat. Das ist hier der Fall, ne? Dann wird das Magnetfeld größer. Größeres μr heißt größeres Magnetfeld. Das ist das Erste, was wir machen können. Also wir sehen, ne, nur anhand der Formel können wir sehen, was in der Realität passiert. Also das ist halt cool, wenn man diese wissenschaftlich bestätigten Zusammenhänge hat. So, das Nächste ist Strom. Sehen wir auch, ne, ist proportional. Das heißt, wenn wir hier den Strom nach oben drehen den nach oben, dann dreht sich das Magnetfeld auch. Wenn ich das verdoppelt, verdoppelt sich auch das Magnetfeld, ne? Ist sogar 1 zu 1. Hier genauso. Das heißt, wenn ich das verdoppelt, verdoppelt sich das. Wenn ich das halbiere, halbiert sich das, ne? Ist proportional zueinander. Diese Abhängigkeit, dann genauso proportional zur Anzahl der Windungen. Das heißt, wenn ich die Anzahl der Windungen verdoppel, verdoppelt sich auch das Magnetfeld. Wenn ich das halbiere, halbiert sich das Magnetfeld, ne? Also so kann ich das hier schön herauslesen. So, Länge, umgekehrt proportional. Das heißt, wenn die Spule die Länge sich verdoppelt zum Beispiel, dann halbiert sich das Magnetfeld. Und umgedreht, wenn sich hier die Länge halbiert, dann verdoppelt sich das Magnetfeld. Immer, wenn alles andere konstant bleibt, ne? Der Strom, also steht dann in der Aufgabe. Also das ist nämlich das Häufige, was dazu gefragt wird, dass man die Formel einfach nur lesen soll und wie die ganzen Größen voneinander abhängen. Wichtig, ne? Homogenes Magnetfeld ist nur innen drin. Außen haben wir ein inhomogenes, das heißt, da bräuchten wir ganz komplexe Formeln, ist auch uninteressant. Deswegen sind wir auch hier in der Mitte, ne? Das ist das wissenschaftlich Interessante. Deswegen hat man ja auch eine Spule genommen, wegen dem Vorteil des homogenen Magnetfelds. Also homogen heißt einfach, dass die magnetischen Feldlinien parallel aufeinander sind. Das ist da das Entscheidende. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, auch wenn sich die Kamera verdreht hat, aber der Content über die Spule, der sollte jetzt klar sein. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, lass ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao!